Hallo, hier in dem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Panorama Studio 3 Pro ein 360 Grad Panorama erstellen könnt, das ihr auch für Facebook oder Google Street View verwenden könnt. So, dafür lade ich jetzt erst einmal meine Bilder von meiner Kamera rein. Ich könnte jetzt entweder ein einreihiges Panorama erstellen oder ein mehrreihiges, und das ist das, was ich jetzt vorhabe. Dafür gehe ich auf mehrreihiges Panorama erstellen. Als nächstes importiere ich meine Bilder. Das sind jetzt 31 Stück. Himmel und Boden ist auch dabei. Öffnen. Okay, hier könnt ihr jetzt die ganzen Bilder sehen, die ich aufgenommen habe, die ich jetzt für mein Panorama verwenden will. Als nächstes müssen die Bilder vom Panorama Studio ausgerichtet werden. Die Einstellung findet ihr hier oben. So, dann einmal ausrichten. Okay, hier ist jetzt noch nichts für die Brennweite eingestellt. Das können wir jetzt gleich mal machen. Dafür nehme ich jetzt aber die Standarddaten aus meiner Kamera. Okay. Hierbei habe ich jetzt eine DJI Mavic 2 Pro verwendet mit der Hasselblad-Kamera bei einer Brennweite von 28 mm. Die Daten können auch aus den EXIF-Informationen der Bilder ausgelesen werden. Okay, und jetzt könnt ihr hier das Panorama schon mal in der Vorschau sehen. Wir können ja mal vergrößern. Also hier oben sehe ich jetzt noch einen kleinen Stitching-Fehler. Hier hinten am Berg. Was gibt's noch? Okay, sonst gut hier an der Straße. Die werden aber zum Teil noch ausgemerzt, wenn das Bild komplett verrechnet wird. Jetzt ist es erstmal eine Vorschau und dafür gehen wir auf Berechnen und Zuschneiden. Dabei können wir jetzt auch noch die Auflösung einstellen. Ja, wenn wir das Bild nachher für Google Street View verwenden wollen, aktuell werden, glaube ich, Bilder bis 50 Megapixel unterstützt. Dementsprechend können wir hier jetzt mit der Auflösung noch ein wenig runtergehen. Das sollte auch das Berechnen etwas beschleunigen und die Datei nachher verkleinern. Okay, was man noch einstellen kann, den Radius. Also die Breite möchte ich gerne auf 360 Grad lassen. Höhe 131 Grad ist auch in Ordnung. Das ist etwa hier an der Kante, also da, wo die rote Linie ist. Und da hört dann nachher auch das Panorama auf. Also dann wird oben kein schwarzer Himmel angezeigt, sondern da ist das Ende. Weiter kann man sich dann nicht mehr drehen. Weiter kann man nicht mehr gucken. Okay, jetzt wird das Panorama gerendert. Wenn das Panorama gerendert ist, müssen wir es aber doch zusätzlich abspeichern. Okay, hier jetzt das fertige Panorama. Wir können uns auch gerade nochmal die Punkte angucken, wo ich eben meinte, dass es ein paar Stitching-Fehler gab. Und das war einmal hier an der Straße. Also wir sehen, das ist schon wesentlich besser geworden. Ich kann jetzt keine Stitching-Fehler mehr erkennen. Die Mauer passt auch. Die Straße ist gerade. Hier oben der Berg. Da sind auch keine Fehler mehr drin. Die wurden jetzt eben beim Berechnen ausgemerzt. Okay. Alternativ hätte man diese noch über Maskieren optimieren können. Damit radiert man im Prinzip einzelne Bereiche von den Bildern aus und die werden dann aus den anderen Bildern, die sich gegenseitig überlagern, dann übernommen. Okay, dann können wir jetzt hier auf Speichern gehen. Hier haben wir jetzt die Möglichkeiten, das Bild zu speichern als JPEG, PNG oder ähnliches. Oder auch für Webseiten das Ganze in einem HTML-Format zu speichern, dass wir es hochladen können und dass die Menschen sich darin dann auch direkt umschauen können. Ähnlich wie in Google Street View. Dafür werden dann kleine Einzelbilder erstellt, dann wird das Ganze im Prinzip nach einem Schachbrettmuster gekachelt, damit nicht direkt das komplette Bild geladen werden muss, weil so ein Panorama in voller Auflösung kann sich auch schon mal auf mehrere hundert Megabyte ausweiten. Und das dann über ein Handynetz zu laden, kann doch etwas dauern. Gerade wenn man sich nur einen kleinen Bereich anguckt. Da muss halt nicht das komplette Bild geladen werden. Okay. Speichern.
Ich möchte das Ganze jetzt hier auf dem Desktop speichern als JPEG. Zur Auswahl hätten wir jetzt noch TIFF oder auch als Photoshop-Datei. Aber ich möchte jetzt JPEG. Okay. Dann gucken wir auch gleich einmal. So, ist auch schon da. 9 MB. Und das ist jetzt unser fertiges Bild. Wir können auch sehen, hier der Standort wurde übernommen, wo wir das Bild aufgenommen haben. Gerät L1D 20C, das ist die DJI Mavic, bei ca. 50 Megapixel. Gut, das war's dann für heute.